Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, an der Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch zur Neuwahl. Meine Damen und Herren, liebe Gäste auf dem Hohen, das hessische Finanzministerium zieht in dem neu geplanten Gewerbegebiet auf dem alten Flugplatz in Calden ein, Zitat, volkswirtschaftlich besonderes, gerechtfertigtes und betriebswirtschaftlich vertretbares Vorhaben. Ich warte, Sie, die Pointe kommt doch noch. Unserer Fraktion wird bisweilen vorgeworfen, dass wir von Betriebswirtschaft nichts verstehen. Ja, es ist richtig, wir verstehen vom Schönreden betriebswirtschaftlich zweifelhafter Investitionen nichts. Der Bürgermeister von Calden, Mike Mackewitz, nennt die geplante Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes ein Gesamtkunstwerk. Vor dem Hintergrund der Faktenlage kann man dem guten Herrn Mackewitz durchaus einen Anflug von Satire unterstellen. Na ja gut, wir kennen uns in Kassel zweifellos mit Kunstwerken und deren Umgang gut aus. Wir sind sozusagen erfahrene Profis. Der Oberbürgermeister Geselle redete in seiner diesjährigen Neujahrsansprache von 50 Millionen Euro. Eben haben wir gehört, 35 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen, die durch den Flughafen generiert werden. Wie sich diese Zahl quantitativ und qualitativ zusammensetzt, wurde allerdings in beiden Redebeiträgen nicht erwähnt. Die Gemeinde Calden hat im Jahr 2017 insgesamt 2,3 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen erzielt. Davon entfielen 300.000 Euro von Betrieben, die am alten Flugplatz schon seit Jahren ihren Standort haben. Die Unternehmen, die am neuen Flughafen ansässig sind, zahlen dagegen bis dato 0 Euro an Gewerbesteuer. Dies berichtet die Frankfurter Rundschau in ihrer heutigen Ausgabe. Über die Aufteilung der Gewerbesteuer am neuen Flughafen gibt es bis dato auch keinen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Dieser Vertrag wird jetzt für das neue Gewerbegebiet auf dem alten Flughafen erstellt oder beziehungsweise ist ja schon erstellt worden. Die Frankfurter Rundschau schrieb in ihrem heute erschienenen Artikel zum Gewerbegebiet auf dem alten Flugplatz von einer, Zitat, unsicheren Wette in die Zukunft. Um die eine Baustelle in Bronchen zu subventionieren, wird eine andere Baustelle aufgemacht und leider risikoreich subventioniert. Und in der Tat waren die Bemühungen seitens des Flughafens bzw. der Flughafen GmbH, Gewerbegrundstücke zu verkaufen, bis dato von mäßigem Erfolg gekrönt. Insofern dürfte es ein sportliches Vorhaben werden, die 51 Hektar Fläche auf dem alten Flugplatz als Gewerbegebiet entsprechend zu verkaufen. In öffentlichen Stellungnahmen der Gesellschafter der Flughafen GmbH wird für den Kauf, und das geht auch aus der Magistratsvorlage hervor, dieses interkommunalen Gewerbegebietes seitens der zwischengeschalteten HLG der Betrag von 9,5 Millionen Euro genannt. Was nicht gesagt wird, ist allerdings die Tatsache, dass weitere Kosten aufgebracht werden müssen, damit dieses Gewerbegebiet entsprechend vermarktet werden kann. Nimmt man die Kosten für die Erschließung, die sogenannte Dienstleistung der HLG, die Zwischenfinanzierung, den Straßenanschluss und die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen, kommt man auf einen Gesamtbetrag, der zwischen 31 und etwas über 37 Millionen Euro liegt. Das bedeutet in der Konsequenz, dass ein Quadratmeterpreis zwischen 60 und 72 Euro erzielt werden muss. Der Quadratmeterpreis für Gewerbeflächen liegt aber im näheren Umkreis des Flughafens, und das haben etliche Recherchen auch von unabhängigen Journalisten ergeben, zwischen 10 Euro und 55 Euro. Das ist natürlich dann eine etwas skurrile Diskrepanz. Ebenso wird nicht erwähnt, dass Unternehmen, die sich auf dem Gelände neu ansiedeln, ihre zu zahlende Gewerbesteuer durch jeweilige Investitionsabzugsbeträge oder durch Betriebssplitting, je nachdem, auf nahezu null runterrechnen können. Insofern sehen wir das gesamte Vorhaben nicht nur kritisch, sondern wir lehnen es schlichtweg ab. Das Risiko einer Bruchlandung für die Regierenden auf den verschiedenen Ebenen
Ebenen ist größer als je zuvor.